Ich gehe zum Urologen. Hauptuntersuchung nach 50.000 Kilometern. Sprechstunde montags bis freitags, außer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und vormittags 10 bis 13 Uhr nur nach Vereinbarung. Macht sich nicht gerade kaputt, so ein Riemenkundler. Zweiter Stock, erste Tür links. Daneben wirkt ein Hals-Nasen-Ohren-Scherge, schräg gegenüber Haus der Proktologe. Alle Körperöffnungen auf einer Etage, wie praktisch. Klingelingeling, ich stell beim Eiermann. Ein blutleeres Azubi-Weibchen öffnet die Pforte zur Praxis, die aussieht wie eine Revierförsterei. Überall glotzen ausgestopfte Tiere von den Wänden. Wer weiß, vielleicht sind das die Nachtmare der Prostatakranken. Dr. Mittenwald sieht auch aus wie der Förster einer ZDF-Vorabendserie. Seltsamerweise führt er keine Deutsch-Langhaar-Hündin am kurzen Schweißriemen. In seinem Besprechungszimmer kauert das nächste Rudel Wildbret und starrt mich an wie einen impotenten Karnickelbock. Auf dem Schreibtisch steht eine Phalanx urologischer Fachliteratur, die den Patienten sowohl so weit einschüchtern soll, dass er keine Widerworte gibt. Unheilbare Phimose Band 1, Morbus Priapus, Elektroschocktherapie mit Bordmitteln, letale Genitalräude bei Althumoristen. Ui. Spätestens da fährt mir die Schreck in die Glieder, genauer gesagt in den Singular. Damit ich aber gar nicht erst auf den Gedanken komme, das ginge mich Gott sei Dank nichts an, führt der Genitalförster in meiner Gegenwart noch ein Telefongespräch mit der Gattin eines Penispatienten. Darin beschimpft er den Gebeutelten als Schlappschwanz und Weichei, er, der sich nicht mal traue, selbst anzurufen, sondern seine Gattin vorschicke, um den Termin abzusagen. Da solle er, der Gebeutelte, doch seine Nillenfäule bitteschön beim Kollegen kurieren lassen und knallt den Hörer auf die Gabel. Hossa, der fehlt aber scharf geschossen. Des Rätsels Lösung, bei dem Entbeutelten handelt es sich um einen Kassenpatienten. Ach so, nee, dann ist alles klar. Förster Mittenwald ist geladen und hat zu seinem Lieblingsthema gefunden, die Verelendung der Ärzteschaft durch die Gesundheitsreform. Wissen Sie, was mir ein durchtrennter Samenstrang bringt? Nee, wusste ich nicht. 14,50 Euro, dafür hole ich mir nicht mal mein rostiges Taschenmesser raus. Sollen sich diese Brüder doch meinetwegen in der Klinik die Strippen durchreißen lassen. 300 Euro das Bett pro Tag. Mir ist das egal, ja. Wenn mir das alles nicht mehr passt, stelle ich mich 3 Tage ans Fenster, glotz auf dem Parkplatz, Berufsunfähigkeit, fertig ist die, glaube ich, damit durch, ne? Wollen Sie sich auch etwa vasektomieren lassen? Na, was soll's, heute ist mir alles scheißegal. Legen Sie mal schnell, mache ich ihn gerade mal. Ich hatte diesen Mann sofort in mein Herz geschlossen. Der Urologe von Stalingrad. Konsalik hätte seine Freude an ihm gehabt. Jeglicher homoerotischer Neigung völlig unverdächtig führt er hier ein knallhartes Regiment und schon auf Andeutung griff er beherzt zur Klinge. Das konnte ich ihm allerdings gerade noch ausreden, wo ja überhaupt das Vorgespräch Anlass des heutigen Besuches war. Inhalt des Gesprächs war aber dann sein Zeigefinger, den er mir ohne großartige Anmoderation während der Genitalbeschau in den Arsch reinrammte. Wen haben wir denn da, Sie an die Prostata? Nach allem, was ich noch von meiner Musterung wusste, konnte ich ihm recht geben. Leicht vergrößert, aber ist ja nicht meine. Wann würde der Förster endlich wieder seinen Finger aus meinem Arsch ziehen? Wie es schien, vorerst nicht. Stattdessen rieb er mir einen Objektträger unter die Eichel und sammelte ein Tröpfchen Flüssigkeit, das er augenscheinlich durch seine Rektalmassage erzeugt hatte. So, das hätten wir, können Sie wieder anziehen. Ich sag's dir, der andersrum hat's auch nicht leicht. Hose hoch, auf Wiedersehen. Machen Sie mal einen neuen Termin, vorne. Jesus Maria, warum dürfen Männer mit so langen Fingern Urologe werden? Ich machte meinen Termin und verpisste mich und freute mich über diesen genitalen Wortwitz. Der neue Termin war am Freitag, weil freitags immer abgespritzt wird in der Jägerstube des Försters. Meinen Sie, die Schweinerei will ich ja jeden Tag haben? Schon im Vorfeld war ich sehr gespannt auf die Abspritzräumlichkeiten in der Praxis Mittenwald.
Wilde Storys ranken sich um den Mythos des Masturbationsraumes. Auf Dreisat und Arte habe ich Dokumentationen gesehen über Eltern mit Kinderwunsch, in denen sich die prospektiven Väter in zugigen Toilettenkabinen dann abschütteln mussten, während andere Masturbanten schon ungeduldig an der Klotür hämmerten. Die Sage berichtet aber auch von schwülstigen Kemenaten mit erotischer Auslegeware, Playboy, Hustler, Supertitten, Illu, ja sogar von dargereichten Gummibrüsten und Seemannsbräuten wird erzählt. Nun, der Masturbationsraum von Oberförster Mittenwald war da von anderer Gestalt. Ganz eigentlich handelt es sich um die Abstellkammer hinter seinem Sprechzimmer. Für Polymorph-Perverse, die sowohl auf leere Kartons als auch auf versiffte Waschbecken stehen, ein Serail. Für den ganz normalen Durchschnittsonanisten war es, ich beschönige mal etwas, eine Herausforderung. Erschwerend mag hinzugekommen sein, dass der Anblick eines ausgestopften Warzenschweinkopfes selten bei mir zu einer Spontanerektion führt. Da stand ich nun mit meinem Sektglas, hat noch keiner vollgekriegt, und blickte in dem trostlosen Gelass umher, ohne etwas halbwegs Erotisierendes zu entdecken. Bei heraufziehender Verzweiflung schaute ich schließlich durchs Fenster auf den Parkplatz hinaus, wer weiß, so log ich mir die Wirklichkeit zurecht, geht Sandra Bullock gerade über den Pennymarkt gegenüber zum Einkaufen. Was dort allerdings übers Verbundpflaster schlich, war definitely unpoppable material. Blick zurück in Dr. Mittenwalds Präparatorenstübchen und mit dem Mut des Verzweifelten trotzte ich dem halbirrigierten Penis eine Ladung Spermien ab. In der Tat bilde ich mir noch heute etwas drauf ein. If you can make it there, you can make it everywhere. Hose von 7:30 auf 12 geliftet und mit dem Sektglas zur Bedienung. Nehmen Sie mal so lange im Vorraum Platz, das Zeug kommt in den Brutschrank. An sich wollte ich noch keine Kinder mitnehmen gleich. Da hockte ich nun im Vorraum und blickte einem ausgestopften Elch in die gebrochenen Lichter. Mit mir saßen dann noch ein höchstens 20-jähriger Jungbeschäler und ein 78-jähriger Deutschafrikaner mit geteiltem Strahl. Während wir still vor uns hinsinierten, hörte man aus den anderen Behandlungsräumen die Anweisung des Schrittmachers an seine Sprechstundenhilfe. Der eine war ca. 104 Jahre alt, die andere Anfang 20. Opa Kleinschmidt hat 2 Liter Tee in Dos, kann jetzt abrechnen. Pass auf, dass nichts daneben geht. Geradezu vorbildlich der Datenschutz in der Försterpraxis. Wissen Sie, wer es ist? Trat Doc Mittenwald plötzlich auf mich zu und wies auf die greise Dunkelhaut zu meiner Rechten. Dabei summte er einen bekannten Schlager aus den 50ern. Richtig, da gab's auch was mit Tiroler Hut und Lederhose. Muss morgen 4 Wochen auf die MS Europa als Alleinunterhalter. Und die Nille ist nicht in Ordnung. Ja, hat aber eine ganz liebe Frau. Gebe ich Ihnen eine Packung mit, hat er 3 Wochen Ruhe. Im Weggehen summte er noch einmal den bekannten Schlager aus den 50ern. Großartig, dieser unverkrampft ursprüngliche Umgang mit persönlichen Patientendaten. Da wurde ich ins Labor gerufen. Gucken Sie den Kram mal hier an. Was ich dort unter dem Mikroskop zu sehen bekam, waren jedoch nicht die eigenen Spermien, sondern die von dem trübsinnig dreinblickenden Jungbeschäler auf dem Flur. Gerade mal 20, das Bürschchen, bewegt sich fast nichts mehr. Tschernobyl, enge Hosen, Fastfood, aus die Maus. So steht's also mit unserer nachwachsenden Jugend. Ein Bild des Schreckens stieg vor meinem geistigen Auge auf. Leere Rentenkassen, verwaiste Spielplätze, arbeitslose Drogentherapeuten. Sah so unsere Zukunft aus? So, dann werfen Sie mal einen Blick hierauf. Vermutlich handelt es sich hier um meine eigene Spermienprobe. Ich war nur etwas irritiert, weil er sie mir zeigte und keinem anderen Patienten. 130 Millionen brauche ich gar nicht nachzählen, habe ich so im Blick. Ne? Jahrelange Erfahrung. Brauchen Sie nur die Hose an den Bettpfosten hängen, anderen Tag ist Ihr Bettlaken schwanger. Ha, ha, ha. Beim anschließenden Gespräch im Warzenschwein-Nebenraum erläuterte er mir noch kurz die alte Rivalität zwischen Urologen und Gynäkologen. Die Pflaumenpriester, ja, die schieben ja alles auf die Männer. Sollen lieber sehen, wie sie ihre Tanten flott kriegen. Die haben ja gar keine Ahnung. Die glauben gar nicht, wie viel ich von den Brüdern kenne mit Alkoholproblemen. Ja, was denn? So eine Frau, das ist doch auch an sich lebendes Material. Das ist doch nicht in Ordnung. Heiter gestimmt verließ ich den Sannbereich an der Nillenfront in der beruhigenden Gewissheit, dass unser Gesundheitssystem noch nicht völlig durchseucht ist von der kalten Apparatemedizin.